Das Eis in meinem Glas war längst geschmolzen. Ich ließ es stehen und stieg über eine Außentreppe auf eine der unteren Aussichtsplattformen. Von hier überblickt man Baia, Bacoli, Capomiseno und die Inseln Nisida, Procida und Ischia. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu. Im Sommer scheint es vom ersten Dämmern bis zum vollständigen Sonnenuntergang ewig zu dauern. Die Halbinseln und Inseln rund um den Golf sind in einem Kreis angelegt. Sie sind nichts anderes als der Rand eines Vulkankraters, gefüllt mit Meer. Forscher der ETH Zürich zählen den Golf von Neapel zu den Supervulkanen und wollen in einer Studie festgestellt haben, dass dieser Krater sich zunehmend mit Magma füllt, was in einer gewaltigen Eruption kulminieren werde. Diese Eruption sei allerdings kaum in den nächsten 20.000 Jahren zu erwarten. Wissenschaftler des Osservatorio Vesuviano widersprechen und meinen, der Entgasungsdruck sei bald erreicht. Schlimmstenfalls löse der Ausbruch dieses Supervulkans einen Tsunami von über 100 Meter Höhe aus, der nicht nur die Küsten rund ums Mittelmeer zerstören, sondern auch weite Gebiete entlang der Rhone und die gesamte oberrheinische Tiefebene überschwemmen werde. In diesem größeren Kontext wäre eine Explosion des Vesuvs, die auch jederzeit eintreffen könne, geradezu harmlos. Ich wandte mich wieder dem sichtbaren Vulkan zu, der in gelassener Anmut dahindämmerte, wie scheinbar alles hier. Es hatte mich berührt, als Vigier gestand, wie oft sie im Versteck der Paranza gemeinsam geweint hätten, als das mit Bellambriana geschah, oder an jenen Morgen, als sie Gigino wie einen zum Trocknen aufgehängten Schinken an einem Laternenpfahl am Ende der Via Giordano Bruno fanden und erst recht, nachdem Massimo vor ihren Augen getötet worden war. Sie hätten da gesessen und geweint, bis es sie geschüttelt habe, sie, junge, kräftige Männer, Mitglieder einer der brutalsten Jugendbanden Neapels. Wenn du nicht weißt, was das alles soll und ob das Leben überhaupt irgendeinen Sinn hat, dann gibst du dich der Verzweiflung hin. Wir weinten uns aus, drückten und umarmten uns. Dann begannen wir zu fluchen, spuckten auf den Boden, verdammten die Baranos, die Mastranesi, unseren Rione, die Familie Esposito, den Avocato, unsere ganze Scheißexistenz. Und ein paar Minuten später ist dann auch wieder gut und das Leben geht weiter. An anderen Orten mögen die Menschen mit Katastrophen anders umgehen, weil sie am Monatsende ein Gehalt aufs Konto überwiesen bekommen, das sie ruhig und zuversichtlich leben lässt. Hier gibt es keine Sicherheit, nie. Es kommt bestenfalls weniger schlimm, als es kommen musste. Der Vesuv dampft, explodieren wird er erst morgen. Nur so lässt es sich hier leben. Ich stieg von der Aussichtsterrasse hinunter in den mit Kamelien bepflanzten Garten. Ich hoffte, vielleicht irgendwo Matteo zu entdecken. Ich wollte mich bedanken und mich auch verabschieden. Schnell musste ich jedoch feststellen, dass ich mich im Komplex des Villa Palace verirrt hatte. Ich machte mich also auf die Suche nach dem Ausgang und kam an einer Fensterfront vorbei, hinter der ich einen festlich geschmückten Saal sah. Vorne auf der Bühne im Scheinwerferlicht stand Bud Spencer. Es konnte natürlich nicht Bud Spencer sein, der war ja schon seit ein paar Jahren tot. Ich fasste mir ein Herz und ging hinein. Eine Frau kam mir entgegen, flüsterte. Sie war die Assistentin der Wedding Plannerin, verstand ich. Ich bat sie, bleiben zu dürfen. Ich sei ein Fan von Bud Spencer, ich würde keinen Mucks machen. Bud stimmte verschiedene Lieder an. Er sang Playback, schüttelte immer wieder den Kopf, rief der Frau am Mischpult zu, der Ton müsse besser abgestimmt werden. Sie beruhigte ihn, er klinge bestens. Bud fragte, ob er immer optimal im Licht stehe. Auch das Licht wurde über das Mischpult eingestellt. Das hingegen war etwas knifflig, weil im Hintergrund, während Bud Spencer sang, Prügelszenen aus seinen Filmen gezeigt wurden. Wie habe ich mich als Kind darüber amüsiert, zuzuschauen, wie die Bösen verdroschen werden, einer nach dem anderen, war ein Mordspaß. Bud, das arglose Instrument des Guten, das sich durch das Böse nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Das Saallicht ging an, die Assistentin ermahnte Bat. Der Schluss ist dem Brautpaar besonders wichtig. Könnten wir den nochmal machen? Du meinst die Rede? Ja, vor dem letzten Lied, wenn du... Alles klar, unterbrach Bat. Stille. Bat räusperte sich. Liebes Publikum, als waschechte Neapolitaner, der ich bin, habe ich zwei Lebensmotti. Das erste lautet, ich esse, also bin ich. Weil wir sind, was wir essen, und weil wir weder sein noch denken können, wenn wir nicht essen. Und das zweite, das ebenso wichtig ist, kennt ihr alle auch. Futter denne, scheiß drauf. Wenn ich in meinem Leben einen schwierigen Moment habe, schaue ich mich im Spiegel an und sage zu mir, futter denne, und es geht vorbei. Leider konnte ich dieses Lied zu meinen Lebzeiten nie vor Publikum singen, denn es wurde erst kurz vor meinem Tod auf CD veröffentlicht. Bat machte ein Zeichen, das Licht wechselte, die Melodie wurde eingespielt und Bat sang: Satana rubato cuore, stai morendo d'amore, perché se ne aiuta con nato, e te lassato solo, futte denne, sind a me, futte denne, sind a me, futte denne. Wenn das Herz sticht, vor Liebeskummer bricht, weil sie dich verlassen und dich allein gelassen, scheiß drauf, hör auf mich, scheiß drauf, hör auf mich, scheiß drauf. Nach der ersten Strophe stand ich auf, schlich mich zur Verandatür und steckte, bevor ich ging, eine der signierten Autogrammkarten ein, die extra für die Hochzeitsgäste bereitstanden, und darauf stand Bud Spencer. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Fútate. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Siéntame, fútate. Was zur Fuß denn?